Hallo, wir sind die Videogruppe der Klasse 7b. Wir haben Maja Lindholm und Edina Müller interviewt. Beide sind Rollstuhlbasketballerinnen. Sie waren sehr erfolgreich bei den Paralympics, wo sie die Goldmedaille mit der Nationalmannschaft gewonnen haben. Mehr zum Sport und ihren Träumen in unserem Interview. Maja, was ist dein größter Traum? Mein größter Traum war eigentlich, zu den Paralympics halt irgendwann mal zu fahren. Das habe ich ja quasi schon erfüllt. Welches Talent würdest du gerne haben, wenn du dir eins aussuchen könntest? Vielleicht würde ich gerne singen können, weil ich glaube, das wäre einfach mal so eine ganz andere Richtung, weil man macht viel Sport und das wäre mal so ein ganz anderer Ausgleich. Was hat sich an deinen Berufsträumen geändert, seitdem du auf den Rollstuhl angewiesen bist? Ich glaube ehrlich gesagt, dass der Rollstuhl da gar nicht so die entscheidende Rolle hatte. Jetzt kommen Toni und Richard mit den X-Specials. Beim Basketball darf man 2 Schritte mit dem Ball machen. Wie ist das beim Rollstuhlbasketball geregelt? Also beim Rollstuhlbasketball ist es, dass man halt 2 Züge quasi an seinem Rollstuhl machen darf und dann halt werfen, passen oder dribbeln muss. Welche Fouls kommen beim Rollstuhlbasketball am häufigsten vor? Das kann man sich auch so ähnlich vorstellen wie im Fußgängerbasketball. Wir müssen mit unserem Rollstuhl vor dem Rollstuhl des Gegners sein, um einen regulären Kontakt zu machen. Du hast in den letzten Jahren sehr viele Medaillen gewonnen. Welche Ziele hast du diesmal vor Augen? Ich habe ja meine Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaftskarriere beendet und mache jetzt anderen Sport.